Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Done at Flip. In unserem heutigen Video beschäftigen wir uns wieder mit einer Abschlussbuchung und zwar im Konkreten mit der Bildung einer Garantierückstellung. Und hierfür habe ich Ihnen wieder ein Beispiel mitgebracht. Wir bilden eine Garantierückstellung für die im heurigen Jahr verkauften Produkte in der Höhe von €2.640. Wie verbuchen wir das Ganze jetzt? Eine Garantiestellung oder eine Garantierückstellung stellt für uns einen Aufwand dar. Und aus diesem Grund müssen wir uns zuerst einmal überlegen, welches Aufwandskonto könnten wir hier verwenden. Wenn wir uns hier an den Kontenplan erinnern bzw. den Kontenplan herannehmen, so wissen wir, Aufwandskonten finden wir in der Regelfall in der Kontoklasse 5, 6 und 7 und teilweise auch noch in der Kontoklasse 8. Schauen wir mal in die Kontoklasse 7 rein. Wenn wir die Kontoklasse 7 uns anschauen, dann finden wir hier eine Kontonummer 7810. Und hierbei handelt es sich um ein Aufwandskonto für die Bildung einer Garantierückstellung. Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite einmal eben dieses Konto 7810 Garantierückstellung. Garantierückstellung Aufwand. Und wenn wir uns daran erinnern, bei Aufwandskonten, wo werden diese bei einer Vermehrung verbucht oder bei einer Verminderung verbucht, so müssen wir uns hier zuerst einmal überlegen, handelt es sich um eine Vermehrung oder handelt es sich um eine Verminderung? In diesem konkreten Fall wird der Aufwand im laufenden Jahr mehr. Aus diesem Grund sprechen wir hier eben von einer Vermehrung. Und Vermehrungen von Aufwandskonten werden immer im Soll verbucht. Das heißt, wir wissen einmal, die 7810, also Kontonummer 7810, im Soll mit 2640. Und ergänzend dazu brauchen wir dann auf der Habenseite natürlich auch noch ein Gegenkonto. Dementsprechend müssen wir anbuchen. Und hier haben wir dann natürlich eben auch noch ein richtiges Garantierückstellungskonto, also eben nicht ein, wo der Aufwand verbucht wird, sondern wo die Rückstellung verbucht wird. Also wir brauchen hierzu noch ein passives Bestandskonto. Und dieses passive Bestandskonto finden wir in der Kontoklasse 3, sowie alle anderen Kontoklassen, passiven Bestandskonten des österreichischen einheitlichen Kontenplans. Und wenn wir dann hier durchsehen, finden wir eben das Konto 3060. Garantierückstellungen, eben wiederum mit 2640 müssen wir das Ganze verbuchen. Ja, und das ist eigentlich alles, was Sie am Ende des Jahres, also im Rahmen der Abschlussarbeiten, mit Garantierückstellungen oder mit diesem Geschäftsfall Garantierückstellung tun müssen. Und somit sind wir dann auch schon am Ende unseres Videos angelangt. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch, über ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Fragen beziehungsweise über einen Kommentar mit Ihren Fragen, welche wir natürlich sehr, sehr gerne beantworten.